Hallo liebe Eltern, hallo liebe Kinder. Hier ist Erik von Activaria. Ich bin heute in einer ganz speziellen Mission unterwegs. Und zwar bin ich für die Stadtwerke Magdeburg unterwegs, die mich gebeten haben, den Eltern und Kindern, die zu Hause sich langweilen, alleine rumsitzen, mit Sport unter die Arme zu greifen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr müsst mir dabei helfen, dass wir den Sport in die ganzen Häuser der Familien kriegen. Und dafür brauche ich eure Hilfe. Aber ich sehe gerade, ich habe nur das falsche Outfit an. Aber es ist gar kein Problem, weil ich habe Superheldenfähigkeiten, wie ihr an meinem Mantel erkennen könnt. Das heißt, wenn ich mit dem Finger schnipse, passiert was ganz Cooles. Schaut mal hin. Oh, habt ihr das gesehen, Kinder? So ein cooler Trick. So, aber den Umhang, den machen wir jetzt mal ab, weil mit dem wollen wir heute Sport machen. Das, ja, auch ein Handtuch genannt oder Tuch, ich denke, dürft ihr nehmen, was ihr heute wollt, müsst ihr euch noch einmal holen. Okay? Am besten das Größte, was Mutti und Papa im Schrank haben. Alles klar? Gut, wenn ihr euer Tuch geholt habt, ist das Erste, was wir machen wollen, uns mal dahinter verstecken. Okay? Das heißt, ihr nehmt das Handtuch nach vorne, beide Hände, zieht das ganz weit auseinander und jetzt verstecken wir uns einfach. Das heißt, Arme nach oben, zack. So dass die Füße vielleicht rausgucken, je nachdem wie groß ihr seid. Und jetzt gucken wir nur den Kopf raus und streckt mal die Zunge raus. Jawohl, und wieder hoch, zack. Und wir wedeln mal ein bisschen, dass es wackelt. Genau, super. Und wir lassen das Handtuch runterfallen. Cool, ne? Okay, wieder hochheben. So, wieder nach vorne strecken. So, jetzt haben wir hoch und runter, haben wir einmal geübt. Jetzt gehen wir mal nach links und nach rechts. Erstmal ganz langsam. Jawohl. Links, rechts. Und mal ein bisschen schneller, ein bisschen wedeln, hin und her. Schwingen das Handtuch. Super. Machst dann gleichzeitig nur die Boden sauber. Ja, freut die sich auch ein bisschen. Okay, und wieder festhalten. Jetzt wollen wir, wie Frau Holle, die Bettdecken ausschütteln, unser Handtuch ausschütteln. Das heißt, wir gehen ein bisschen runter in die Knie und dann wedeln wir mal. Guck, dass vorne nichts im Weg steht, dass wir nichts kaputt machen können. Und erstmal ganz langsam. Und gleich müssen wir mal zeigen, was ihr mit euren Superheldenfähigkeiten alles drauf habt. Das heißt, wir machen mal richtig doll. Dann geht mal richtig Gas. Gas geben, Gas geben, jawohl. Und bei 3 lassen wir das Handtuch einfach los und gucken mal, wo das hinfliegt. Okay, nochmal Gas geben. 1, 2, 3. Und oh, puh. So, das Handtuch, das liegt jetzt fast schon perfekt. Ne? Das heißt, wir nehmen das nochmal und knüllen das mal zusammen. So, wie so eine Schlange. Guck mal her. So muss das aussehen. Und so legen wir das dann auf den Boden. Ja. Wichtig hier, je besser ihr seid, desto enger könnt ihr das Ganze machen. Das heißt, hier schön eng das Ganze stopfen. Zack, zack. So. Hier ganz klein für die Profis unter euch. Okay? Und dann wollen wir drüber balancieren. Immer einen Fuß vor den anderen setzen. Wer das schon kann, guckt mal nicht auf die Füße drauf. Wer das noch braucht als Hilfe, kann gerne den Blick auf die Füße wenden. Jawohl. Okay, das war noch ziemlich einfach. Jetzt wollen wir es ein bisschen schwieriger machen, okay? Jetzt machen wir das Ganze seitwärts. Immer einen Fuß hinter den anderen setzen. Versucht dabei nicht den Boden zu berühren. Ja, wir bleiben so und gehen gleich wieder zurück. Jawohl. Okay. Machen wir gleich nochmal. Und jetzt machen wir mal ein bisschen schneller. Zack, zack. Jawohl. Und nochmal zurück. Hopp, hopp, hopp. Super habt ihr das gemacht. Okay, und jetzt das Allerschwierigste, das Ganze rückwärts. Arme wieder auseinander und jetzt einen Fuß hinter den anderen setzen. Jawohl. Und umdrehen. Yellow. Und wieder zurück. Immer wieder auf das Handtuch drauf. Ja? Ihr seht bei mir, das geht immer so ein bisschen auseinander. Dann macht ihr einfach nochmal das Ganze ein bisschen enger zusammen. Okay. Super gemacht. Die nächsten Übungen, bei denen müssen wir ein bisschen springen. Okay? Wir fangen erstmal ganz leicht an, dass wir uns so hinstellen und seitlich über das Handtuch springen. Hopp, 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 umdrehen, zack, und wieder zurück. Sehr gut. Ja, das könnt ihr auch gerne noch ein zweites Mal machen, je nachdem, wie ihr möchtet. So, dann als nächste Übung, zack, zur Schlange drüber gucken und gerade, also vorwärts und rückwärts drüber springen. Vorwärts, rückwärts. Vorwärts, rückwärts. Und
wieder vorwärts. Das Ganze wieder zurück. Und vielleicht können wir es mal ein bisschen schneller machen. Hopp, 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 hopp. Super. Okay, und das Allerschwierigste. Erstmal rückwärts und wieder seitlich springen. Okay? Das heißt wieder zack. Zack. Das ist wieder was für die Profis. Hopp. Rumdrehen und wieder. Zack. 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 Und zack. Super. Zum Abschluss möchte ich euch gerne noch ein Spiel zeigen. Und zwar heißt das, ist das Handtuchspiel. Wichtig hierbei ist es, dass ihr jetzt lernt, wie man Sachen zusammenfaltet. Ich zeige euch das einmal. Und zwar müsst ihr mal eine Ecke von dem Handtuch auf die andere legen. Wenn ihr das macht, seht ihr, wird das immer kleiner. Jetzt lege ich das wieder einmal zusammen. Zack. Wird das wieder kleiner. Und bis es am Ende ganz, ganz klein ist. Okay, so, Ziel des Ganzen ist es jetzt, dass wir das Handtuch schön breit auf den Boden legen, so groß wie das ist, uns draufstellen und ihr müsst jetzt das Handtuch zusammenfalten, ohne dass ihr den Boden berührt. Okay, stellt euch vor, der Boden ist Lava und eure Füße, die würden ein bisschen anbrennen, wenn ihr da den Boden berührt. Deswegen immer schön auf dem Handtuch bleiben, okay? Ganz wichtig, jetzt nehmen wir die beiden Ecken von der einen Seite vom Handtuch. Laufen rüber, legen wieder. Wichtig, hier seht ihr ja, guck mal, Ecke auf Ecke. So, bis das passt. Ja, noch nicht den Boden berührt, noch alles okay. So, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Jetzt nehmen wir mal von hier vorne. Ihr könnt natürlich auch das Ganze Stückchen für Stückchen machen. Erst so, und dann legt ihr das dahin, wieder rüber. Lasst euch da was einfallen. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Wieder zusammengefaltet und immer noch geschafft. Meint ihr, ich schaffe das nochmal? Schauen wir mal, hier einmal zusammenfallen. Zack. Puh, und ich glaube, jetzt wird es schon schwierig. Einmal probiere ich es noch. Zack, nicht den Boden berühren. Super. Okay, das war's für die erste kleine Sporteinheit. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und zu Hause macht ihr das am besten vielleicht noch mit euren Freunden zusammen, mit Mama und Papa, mit der Oma, mit dem Opa, wenn die noch fit sind. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Clip wieder und dann machen wir weitere coole neue Sachen. Also, bis dahin, euer Erik. Macht's gut. Tschüssi.